Walter Adam bereitet der Blick auf die Stromrechnung große Sorgen. Wie er die Rechnung für seinen Metzgerbetrieb in den nächsten Monaten zahlen soll, kann der 51-Jährige derzeit nicht sagen. Solche Probleme wie aktuell hat er in seiner Herxheimer Metzgerei noch nie. Ich habe letzte Woche mit meinem Energielieferant gesprochen, um im Prinzip zu sehen, wie ich das nächste Jahr kalkulieren kann, weil mein Stromvertrag läuft jetzt Ende des Jahres aus, also am 31.12. Und dann hat die Frau von der Energielieferfirma zu mir gesagt, ich muss mit mindestens einem Fünffachen rechnen, es könnte aber auch das Zehnfache sein. 1.700 mal 10, 17.000. In seinem Metzgerbetrieb laufen Tag und Nacht die Kühlgeräte. Daran sparen kann er nicht. Schon seit Monaten kämpft auch Osama Yakabli mit den gestiegenen Energiepreisen. In seiner Currywurstbude in Speyer kosten ganz grundlegende Zutaten inzwischen mehr als das Doppelte. Also beste Beispiel, Frittierfett, wo man ganz normal kennt, das Öl in den Supermärkten, habe ich gekauft. 10 Liter für 14 Euro, stand jetzt zwischen 32 und 34 Euro. Es ist halt schon enorm, man kann das so gar nicht auf den Kunden abwälzen. Es ist schwer zurzeit, es ist sehr schwer. Auch mit Blick auf die Personalkosten ist es für viele Unternehmer derzeit nicht leicht. Mitarbeiter entlassen will Imbissbesitzer Osama Yakabli aber vermeiden. Lieber zahle ich mir weniger Gehalt aus und gucke, dass ich jeden behalten kann, dass es weiterhin auch so läuft, auch die nächsten 15 oder 15 Jahre natürlich. Also ich brenne für den Laden und für meine Mitarbeiter und werde alles tun, damit ich das auch so halten kann. Ähnlich ist es auch für Walter Adam. Realistische Preise, mit denen er seine Kosten decken kann, kann er aktuell von seinen Kunden nicht verlangen. Deine Betriebskosten, deine Personalkosten, die Umlagekosten und so weiter auf das Produkt verteilt. Und dann sind wir summa summarum bei einem Kilopreis bei der Fleischwurst von 160, 170 Euro das Kilo. Ja, das sind nur Rechenbeispiele auf dem Papier. Völlig unmöglich, weil es niemand zahlen kann. An die Politik hat der Metzger einen eindringlichen Appell. Jeden Tag schließen Betriebe, jeden Tag gibt es Arbeitslose mehr im Moment. Das ist alles noch klein, aber mit jedem Monat wird es größer. Und ob sie das alles so wollen, ich weiß es nicht. Das können wir jetzt direkt besprechen, und zwar mit Christian Baldauf, dem CDU-Landesvorsitzenden. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Baldauf, das kann ja niemand wollen, vor allem auch nicht die Politiker. Ist die Gas- und Strompreisbremse die Lösung, also die langfristige Lösung für Privathaushalte und vor allem für die Betriebe? Es ist ja alles sehr komplex. Ich glaube, wenn Sie nach langfristigen Fragen, dann müssen wir klar beantworten, wie wir im nächsten und übernächsten Winter über die Runden kommen. Da bin ich der festen Überzeugung, werden wir eine Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke brauchen. Wir werden auch noch auf absehbare Zeit Gas, Öl, Kohle brauchen. Und natürlich müssen wir gleichzeitig intensiv die erneuerbaren Energien, also vor allem auch Wind, ausbauen. Wenn Sie kurzfristig fragen, wenn es um Handwerksbetriebe geht, mittelständische Unternehmen, muss wirklich alles jetzt dafür getan werden, dass Insolvenzen vermieden werden. Und das kann man aus meiner Sicht nur, indem man jetzt sofort von Bundesseite aus Darlehen der KfW über 100% ausweist, indem man Bürgschaften gibt. Und auch im Land Rheinland-Pfalz braucht es einen Härtefallfonds, weil nichts ist schlimmer als Insolvenzen, der Verlust von ganz, ganz vielen Arbeitsplätzen. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen zu den Deckeln. Ja, die sind ja für die Verbraucher gedacht. Ich persönlich habe das schon vor Monaten vorgeschlagen. Lassen Sie uns eine Menge an Gas und eine Menge an Strom definieren, die wir beide jeweils verbrauchen. Und dieser Preis wird im jetzigen Winter gedeckelt. Und wenn Sie mehr brauchen, zahlen Sie auch mehr. Aber nur dann. Und das, glaube ich, wäre genau der richtige Dreiklang. Zukunft für längere Frist. Und dann jetzt den Mittelstand schützen und vor allem auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Es ist wirklich knapp. Und wenn man sich überlegt, dass alle, so wird ja jetzt im Moment auch schon gesagt, die 3.600 Euro netto und weniger verdienen, Schwierigkeiten kriegen, dann ist das ja ein reiner Wahnsinn, dann müssen wir helfen. Wir sind ja alle dazu angehalten worden, zu sparen. Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich zu Hause aus? Haben Sie schon die Heizung angedreht? Ja, also ich habe es ja so, ich habe schon jahrelang eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, auch mit einem Speicher im Keller. Ich kann dafür auch nur werben, das ist eine sehr gute Sache. Und was wir jetzt getan haben, richtig, wir haben die Kesselwärme nach unten gedreht. Die Heizung ist jetzt auch auf geringerer Lauf
Höhe. Das ist auch völlig richtig so. Natürlich bringt es nichts, das alles komplett abzustellen. Das wäre genauso kontraproduktiv. Aber klar ist, ich meine, irgendwo muss man auch Vorbild sein. Das werde ich auch so durchziehen. Es ist ja auch so, dass nicht nur Privathaushalte oder Betriebe bangen müssen. Wir sprechen auch später in der Sendung mit dem Landessportbund, weil viele Vereine auch mit ihren Existenzen kämpfen. Was muss denn dort geschehen, dass der Vereinssport auch im Winter durchgeführt werden kann? Ja, entscheidend wird sein, dass wir die Möglichkeit geben, dass die Hallen offen bleiben, dann sicherlich auch nicht mit den bisherigen Temperaturen, das wird nicht gehen, aber wir müssen auch darauf achten, dass man neben dem Hallensport auch noch die Möglichkeit des Duschens und anderer Dinge ermöglicht oder möglich macht. Dafür bedarf es intelligenter Konzepte vor Ort und ich bin mir sicher, dass es nicht reicht, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise das für sich entscheiden, sondern da braucht es ein Hilfspaket auch der Landesregierung, die dafür sorgt, dass die Sportstätten offen bleiben. Nichts ist entscheidender, als dass der Sport auch im Winter durchgeführt werden kann. Und vergessen wir bitte eines nicht, im Winter wird auch Fasnacht gefeiert und auch da müssen die Hallen zur Verfügung stehen. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze alles umgesetzt wird und durchgeführt wird. Vielen Dank, Herr Baldorf, für Ihre Zeit. Vielen Dank auch.